Hallo und herzlich willkommen. Heute mit einer neuen Kritik, denn heute geht es um The Bike Riders. Ein Film, der jetzt fürs Heimkino rauskommt und auf wahren Begebenheiten beruht. Denn diese Motorradgang, um die es hier geht, nämlich The Vandals, die gab es wirklich. Wir sind in den 1960er Jahren in Chicago und im Mittelpunkt der Geschichte steht hier Katie. Die wird interviewt und auf diesen Interviews basiert sozusagen dieser Film oder auf mehreren Interviews. Und dementsprechend geht es eben darum, wie Katie in diese Motorradgang reinkam und dort auch Benny kennenlernt und auch lieben lernt. Und dort werden alle verschiedenen Mitglieder so nach und nach beleuchtet und alles halt aus Katies Perspektive. Das ist unterhaltsam, allerdings ist dieser Film auch so ein bisschen ziellos. Er weiß immer nicht genau, wo will er denn hin und was erzählen, weil am Ende so richtig heftig spektakuläre Sachen passieren fast gar nicht. Und dementsprechend ist das so ein bisschen, bleibt das so ein bisschen auf der Strecke und man denkt sich so, okay, das war's jetzt schon, war das die große Szene? Und dementsprechend plätschert der so vor sich hin, hat einige schöne Momente und man muss auch vor allem sagen, ich fand das Schauspiel sehr, sehr gut. Also in der Hauptrolle haben wir Jodie Comer, die macht einen guten Job. Dazu haben wir Austin Butler, den sehe ich eigentlich immer gerne. Das macht Spaß, dem immer zuzugucken. Und natürlich als Anführer der Vandals haben wir noch Tom Hardy mit dabei. Und der Cast funktioniert gut. Die sind alle gut besetzt. Wir haben auch ein paar nette Gastauftritte, die auch sehr gut passen dementsprechend. Aber so insgesamt plätschert der leider nur vor sich hin, ist technisch an einigen Stellen, vor allem was den Musikeinsatz geht und so, ein bisschen rougher gestaltet. Aber das macht Spaß, das transportiert so einen Vibe. Das Problem ist, am Ende passiert in dem Film nicht so wirklich viel. Und das ist einfach schade, weil es geht um die einzelnen Figuren und mehr ist es dann halt am Ende leider nicht, dass ich dranbleiben möchte. Also da ist nichts Großes, Übergeordnetes, sondern wir verfolgen das halt über die Jahre hinweg und das war's dann. Und dann ist es leider auch am Ende schon fast vorbei und ich sag so, ja, im Kino wäre ich jetzt schon echt ein bisschen enttäuscht gewesen. Für zu Hause ist das vielleicht noch gerade so okay. Deswegen zu Hause 3 von 5 Punkten, im Kino nur 2 von 5 Punkten. Da wäre mehr drin gewesen, weil der Cast kann's, die Vorlage ist vielleicht ein bisschen mau gewesen, was die Interviews angeht. Das hört sich alles krass an, in Anführungszeichen, ist aber durch die etwas träge Erzählweise mit knapp 2 Stunden ein bisschen zu viel gewesen. Dementsprechend insgesamt ist der Film in Ordnung, den kann man sich anschauen, aber überragend ist er leider nicht geworden. Das war's soweit mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen hoch da, schaut auf dem Kanal vorbei, aktiviert die Glocke. In diesem Sinne, bis demnächst und immer schön weiterzocken. Ciao!